Dankeschön für die Ankündigung. Herzlich willkommen allen interessierten Zuhörern zu dem wirklich spannenden Thema, zu dem es mir nicht schwer fiel, heute Ja zu sagen. Für die Einladung auch nochmal Professor Suko, ganz herzlichen Dank. Wir haben uns noch gar nicht kennengelernt und der Kurt Kretschmann war mein landwirtschaftlicher Nachbar, ohne dass ich es wusste. Leider ist er verstorben, als ich dann richtig realisiert habe, wer da in meiner Nachbarschaft an Koryphäe wohnt. Habe ihn nicht mehr kennengelernt zu Lebzeiten, bin aber doch sehr tief auch in das Wissen eingetaucht, habe jetzt gerade nochmal seine neue Auflage gelesen von Mulch Total. Und dementsprechend sind wir doch geistig, seelisch nahe Verwandte. Und mal gucken, ob wir das nach dem Vortrag immer noch sagen. Ich hoffe ja. Gut, also unser Wohnen wertvoll und verwundbar. Mir geht es heute wirklich nochmal darum, so unsere Handlungsfehler aufzuzeigen, einfache Handlungsfehler aufzuzeigen, die wir als Landwirte einfach so tief in uns drin sitzen haben, dass wir aus dieser Nummer eben gar nicht so schnell wieder rauskommen. Ich will versuchen, mit Bildern und mit Worten zu sagen, wo das eigentliche Problem sitzt. Unser Boden wertvoll und verwundbar. Man sieht anhand der beiden Bilder schon ganz deutlich, worum es geht, worüber man spricht. Die Bilder, die wir heute sehen, auch von degradierten und erodierten Böden, die sind alle in den letzten 3-4 Jahren entstanden und alle im Umkreis von maximal 60 Kilometer um meinen Kirchturm rum. Damit man weiß, das sind jetzt irgendwie nicht exportierte oder importierte Bilder, sondern das sind alles Bilder aus der Heimat. Mein erster Punkt, die Gliederung, der erste Punkt ist Trink- und Wasserkreislauf. Das klingt so ein bisschen profan und einfach, aber ich will das einfach nochmal sagen. Und jetzt sehen wir gleich eine Grafik, die kenne ich aus dem Heimatkundeunterricht, glaube ich, war das oder so. Da geht es um den ganz normalen Wasserkreislauf. Ne? Wie gestaltet sich so ein Wasserkreislauf? Und dieses Bild hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Und man denkt sich jetzt, Mensch, naja Gott, das haben wir doch alles gehabt in der Grundschule, weiß ich doch alles und so weiter und so fort. Aber wir sind uns eigentlich viel zu wenig bewusst, dass wir genau in diesem Abschnitt, in dem Bereich, tatsächlich unser Unwesen treiben und dafür sorgen, dass was uns die Lehrer gelehrt haben, gar nicht mehr so eintritt, wie es eintritt. Wir haben von Jana gehört, wir sollen den Boden konditionieren. Ist vollkommen richtig, da stehe ich völlig an deiner Seite, aber ich glaube, wir sollten über den gesamten Raum der Bewirtschaftung und der Siedlung nochmal gründlich nachdenken, weil wenn wir da nichts ändern, wir haben ja jetzt schon die Auswirkungen zu spüren und wie will ich einen Boden konditionieren, wenn ich jetzt 3, 4, 5 Tage 31 Grad habe, massive Austrocknung und massive Verdunstung und bin dann noch nicht so weit. Das ist ein riesengroßes Problem. So, der Einfluss der Landnutzung auf den Wasserkreislauf oder besser gesagt auf unser Klima. Mein zweiter Punkt, ich habe hier eine alte Folie von Sequeira bemüht, 84, wo mal zu sehen ist, in welcher relativ kurzen Zeit die Struktur des A-Horizontes zerfällt, wenn man den Boden frisch bearbeitet hat. Ja, also ein frisch bearbeiteter Boden, das ist so das klassische Bild eines Landwirts, aber auch eines Nicht-Landwirtes. Wenn man so einen frisch beackerten Boden sieht, dann denkt man, das riecht gut, das ist gut, das ist alles wunderschön. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass dieses Objekt dann sehr, sehr verletzlich ist und das soll die Folie zeigen, innerhalb von kurzer Zeit ist diese sehr aufgelockerte Schicht wo haben wir den Pointer? Hier. Zu diesem kleinen Volumen zusammengepresst und damit natürlich auch die Kapazität des Wasserhalte oder der Wasserkapazität massiv eingeschränkt. In Praxis sieht das dann oft so aus, man fährt an Beständen vorbei, sieht grüne Pflanzen, denkt, die Welt ist in Ordnung. Wenn man sich den Spaten nicht nimmt und nicht auch mal reingräbt in den Boden, wird man nicht feststellen, dass unter den Pflanzen doch das Gefüge massiv gestört ist. Und wir dann auch damit rechnen müssen, dass es dann zu Veränderungen im Wasserkreislauf gibt. Also dass das Wasser eigentlich was anderes macht als das, was wir gerne möchten oder was wir denken. Solche Gefügestrukturen, zerstörte Gefügestrukturen reagieren dann natürlich völlig unterschiedlich. Wir haben das jetzt bei Jana auch gesehen. Hier haben wir mal auch zwei verschiedene Bodenproben und mit einer Sprühflasche einfach mal draufgehalten, sieht man, dass hier relativ stabile Krümel da sind, mit wenig Abschwemmung hier der Boden, der zerfließt. Und das kann auch jeder zu Hause mal ausprobieren, einfach mal den eigenen Boden in so eine Schale werfen, sich eine Sprühflasche kaufen und darauf halten und dann wird man sehen, inwieweit der Boden für den nächsten Regen gewappnet ist. Und da ist man dann doch erschrocken, wie stark oder wie wenig belastbar der eigene Boden ist. Dasselbe sieht man dann hier auch nochmal, das ist auch ein ganz einfacher Test, mal zu probieren, was passiert, wenn der Boden dem Wasser ausgesetzt ist. Und hier habe ich nun mal das, was Diana auch schon angesprochen hat, wenn ich einen bewachsenen Boden habe, einen gut strukturierten Boden
und hier Wasser rauflasse, dann kommt hier relativ klares Wasser unten an, auch relativ wenig Boden, der abgeschwemmt wird, irgendwo landet, wo ich ihn nicht gebrauchen kann, während ein unbearbeiteter Boden immer Probleme macht. Und man sieht hier unten in der Flasche doch wirklich massiv die Teilchen, die den Boden an sich fruchtbar machen, nämlich die Feinteile. Die Feinteile, das sind die Teile, die wir verlieren und das sind die, die eigentlich auch einen Sandboden, wenn er noch welche hat, ein bisschen wertvoller machen als den, der keine mehr hat. Ja, und das wiederum leuchtet ja jetzt mittlerweile doch jeden ein, dass dieser Eingriff eine massive Veränderung des gesamten Weltwasserkreislaufes mit sich zieht. Mit Gebieten, die sich verändern, was die Wasserverdunstung und den Niederschlag betrifft. Und dadurch ändert sich die Sonneneinstrahlung und dadurch ändert sich letztendlich auch das Wetter. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir über den gesamten Wirtschaftsraum nachdenken müssen und nicht nur eben über eine Ackerfläche. Wir können uns Mühe geben, aber wenn wir nicht insgesamt umsteuern, kriegen wir ein echtes Problem. So, jetzt sehen wir mal ein paar Bilder aus der Praxis. Das ist Rapsbestellung im letzten Sommer. Und wir haben mehr Regen in den letzten Jahren. Wir haben bei mir in der Ecke statt 500, 700 bis 800 Millimeter. Ungünstiger verteilt, aber auf diese Konditionierung der Ackerflächen. Und da haben wir ein Riesenproblem. Der Regen, der dringt nicht ein. Der Regen bleibt stehen, läuft ab, beziehungsweise kann auch relativ schnell wieder verdunsten. So haben wir bei mehr Regenmengen doch weniger Wasser für die Kulturen zur Verfügung. Und das ist ein riesengroßes Problem. Man sieht hier auf diesem Bild auch ganz deutlich, über welches Problem wir gerade diskutieren oder sprechen. Durch diesen mechanischen Eingriff in den Boden und durch die fehlende Reparatur, meinetwegen durch gute Fruchtfolgen, kommt es einfach zu undurchlässigen Böden. Also Physik haben wir alle gehabt. Normalerweise sollten sich die beiden Wasserspiegel ausgleichen. Tun sie nicht, können sie nicht. Man sieht auch auf der nächsten Folie, warum das so ist. Wir haben dort auf der Ackerfläche durch unsere Bearbeitung eine Infiltrationsschicht aufgebaut. Also je nachdem, wie tief wir den Boden bearbeiten und wie stark er in der Folge durch Physik, durch Regen beeinflusst wird, baut sich in der Tiefe des Bodens eine Infiltrationsschicht auf, also praktisch wirklich eine Betonplatte, die weder von der Wurzel noch durch Wasser durchdrungen werden kann. Und je nach Bodenbearbeitungssystem, wenn man das nicht beachtet, kann das bei konservierender Bodenbearbeitung in 15 cm Tiefe passieren, bei Pflugwirtschaft in 25 bis 30 cm. Wenn man erst gepflügt hat und macht dann Konservierung, hat man sogar zwei Platten im Boden. Und einer der Gründe, warum zum Beispiel Leute, die dachten, sie könnten mit der konservierenden Bodenbearbeitung jetzt den Krieg gewinnen, dann auch Schiffbruch erlitten haben, weil die wirklich zwei Verdichtungszonen aufgebaut haben und diese beiden Verdichtungszonen für noch größere Probleme gesorgt haben. So, bezeichnenderweise, das haben wir heute auch schon mal gesehen, der Feldrand, der wurde heute schon lobend erwähnt, den kann ich auch immer wieder nur lobend erwähnen, weil am Feldrand haben wir die Probleme nicht. Der Boden ist gut durchdringbar, die Struktur ist da, nur leider wird der Feldrand nicht beerntet und hilft uns nicht, unser Einkommen zu regenerieren. Aber trotzdem zeigt er uns deutlich, wie ein Boden funktionieren kann und dass ein Boden funktionieren kann. Und da müssen wir dann ran. So, durchlässig und belebt, das ist wahrscheinlich dann der große Unterschied zur Bewirtschaftung. Hier diese Folie, die habe ich bemüht, weil heute ja schon auch ein bisschen darüber gesprochen wurde, wie das alles entstanden ist. Ich finde, Professor Sugo hat dort richtig gute Worte gefunden, mal uns vor Augen zu halten, wo wir eigentlich herkommen, woher unsere Ackerböden kommen und wie sich Landschaften entwickeln. Hier auf der Folie sieht man eigentlich diesen klassischen Verlauf. Irgendwann hatten wir gar nichts, sprich als die Erde noch gar nicht bewachsen war, das fing dann alles an sich zu entwickeln und je nach Bedingungen, je nach Wasseraufkommen und je nach Möglichkeiten des einzelnen Systems kann sich das richtig in die Richtung entwickeln, um dann letztendlich hier den Wasserkreislauf im Optimum zu haben. Das Wasser kann dort eindringen in den Boden, wo es hingehört und kann auch dort verarbeitet werden. Wir wirtschaften hier vorne. Also wir haben sozusagen das System wieder zurückgefahren, wir haben den Wald abgeholzt, beziehungsweise haben auch Steppen umgegraben und wirtschaften da vorne. Und das machen wir noch mit monotonen Fruchtfolgen, Agrarchemie und diesen manchmal zu wenig diskutierten und unüberlegten mechanischen Eingriffen, zerstören damit Chemie, Physik und fördern den Abbau der Bodenbiologie massiv. So, und ich will hier ganz nochmal zwei wichtige Zahlen zeigen, dass dieses biologische Verhältnis in den Böden eben einfach so krass unterschiedlich ist. Also da vorne bei den Ackerböden haben wir ein
Verhältnis von Pilz zu Bakterien von 1 zu 10 und nachher in diesem weitestgehend optimalen Ökosystem haben wir ein Verhältnis von 1000 zu 1. Also ich meine, was ist signifikant, wenn das nicht signifikant ist? Und darüber habe ich dann irgendwann mal nachgedacht und habe mir gedacht, warum ist das eigentlich so schwer, in dem Bereich etwas aufzubauen, in dem Bereich etwas zu regenerieren, in dem Bereich vorwärts zu kommen, weil ich auch schon seit Jahren versuche, Ergebnisse zu erzielen, die mir nicht möglich waren. Und da bin ich über dieses Verhältnis nochmal gestolpert und war mir natürlich klar, dass die Bakterien wirklich eine perfekte Recycling-Funktion haben in der Natur. Und wenn sie in der Oberhand sind, dann kann ich mir Mühe geben, wie ich will, wenn ich etwas aufbaue und dann noch Energie dazu führe, dann habe ich durch das hohe Bakterienverhältnis massiven Abbau. Ist für die Mineralisierung und für die Nährstoffbereitstellung gut, aber wenn ich etwas aufbauen will, ist es eher kontraproduktiv, da brauche ich nämlich eher andere Verhältnisse. Wir haben heute auch schon mal gehört, dass wir versuchen müssen, auf dem Acker eben diese Systeme zu integrieren. Das halte ich schon für wichtig, weil ich kann ja nicht glauben, dass ich diese Verhältnisse erreiche, wenn ich das alles ignoriere, ne? Also Agroforstsysteme, davon haben wir schon gehört, kleinstrukturelle Landwirtschaft, davon haben wir schon gehört. Aber dann kommt wieder das Argument, davon kannst du nicht die Welt ernähren. Also ich sag mal, diese Argumentation, die erhöre ich schon lange nicht mehr zu. Es gibt Ecken, wo sich Menschen auf diese Art und Weise ernähren und das gesund und gut. So, die sichtbaren Folgen in Brandenburg. Jetzt gibt's noch mal ein bisschen was auf die Augenbilder aus der Praxis. Zum Anfang noch mal ein Satz zum Nachdenken, der ist mir mal irgendwann eingefallen, weil so ein Haus ist sinnbildlich für das, was wir bewirtschaften, den Boden. Und wenn wir mit dem Haus beziehungsweise mit dem Boden nicht vernünftig umgehen, dann passiert genau dasselbe mit dem Boden wie mit dem Haus. Er wird abgebaut, er zerlegt und zersetzt sich und irgendwann kann ich nicht mehr drin wohnen. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir einfach viel mehr auf die Natur schauen, manchmal vielleicht sogar das Buch beiseite legen und nur in die Natur schauen, weil genug beobachtet, lange beobachtet ist das, was den Landwirt auszeichnet und das waren unsere Vorväter. Die waren gute Beobachter und haben aus ihrer Beobachtung heraus dann landwirtschaftliche Aktivität abgeleitet. So, jetzt gibt's noch ein paar Bilder mit eigenen Eindrücken. Das war 2007, 2012, ist schon wieder 5 Jahre weiter. 2007 begann meine Reise in den Boden. Das sind jetzt Bilder aus meinem Betrieb. Das war im August auf einem Maisschlag, wo es innerhalb von 14 Tagen 3-mal geregnet hat. Nichts Weltbewegendes, 3-mal 30 Millimeter, auch nichts Weltbewegendes. Heutzutage gibt es 1-mal 250 Millimeter. Damit muss man dann auch klarkommen. Jedenfalls waren das damals die Auswirkungen dieser 3x30 mm. Und das hat mich dann wirklich nachhaltig zum Nachdenken angeregt. Und ab 2007 ist dann auch wirklich nichts mehr so gewesen wie jetzt. Ab dem Zeitpunkt, und das ist wirklich ganz in der Nähe von Bad Freienwalde gewesen, ab dem Zeitpunkt war für mich im Kopf nichts mehr, wie es war. Also sowas muss man erlebt haben, um dann massiv umzusteuern, beziehungsweise dann einfach auch ein paar Antworten zu suchen, die man so nicht einfach so kriegt. Ja, studiert habe ich auch und dachte, gut ausgebildet zu sein, habe auch gute Erfolge erzielt bis 2007. Also ich war kein schlechter Betrieb, wir haben konventionell gute Erträge erwirtschaftet, gute Deckungsbeiträge und trotzdem dann sowas. Und dann fängst du schon an zu fragen, was war verkehrt gelaufen. So, jetzt noch Bilder aus Märkisch-Oderland, auch wiederum Sommer, Spätsommer, bestellte Flächen, Rapsbestellte Flächen ganz in der Nähe, in der Umgebung. Sind aber diese Bilder entstanden, so von 2012 bis heute. Immer wieder Regenereignisse bei unmittelbarer Bestellung der Böden oder nach unmittelbarer Bestellung der Böden. Und das wird uns ja auch weiter begleiten. Also wir werden uns dagegen nicht wehren können. Und ihr habt ja Sie haben mitbekommen, Umstellung zum Biobetrieb. Da kommt der Flug wieder zum Einsatz und schon ist man wieder drin im Dilemma und muss neu nachdenken, wie gehe ich jetzt damit um. Ganz interessantes Foto. Man denkt immer, am Straßenrand ist der Schnee besonders schmutzig wegen der LKWs und der PKWs, aber nee, am Straßenrand ist er schneeweiß und auf dem Acker, da ist er schmutzig. Ja, hier ein klassischer Fall von Brache über den Winter und die Ackerkuppen, die aus dem Schnee rausgucken, werden vom Wind wegrasiert und jetzt auf dem Schnee sieht man natürlich herrlich, dass die Bodenfeinteile, die wertvollen Bodenteile dort mit dem Winde verweht sind.
Hier ganz normal, gute fachliche Praxis, ein frühjahrsbestelltes Feld, hinterher nochmal gewalzt. Gute fachliche Praxis, wurde mir in der Schule auch so gelernt. Anwalzen zum besseren Aufgehen der Kulturen. Aber wenn der Boden schon bereits in einem schlechten Zustand ist, zerstöre ich natürlich mit der Walze kurz die gesamte Reststruktur. Also der Boden wird sehr fein und wenn es dann trocken ist und es dann ordentlich Wind gibt, dann ist der Boden weg. A19 bei Rostock zum Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, was bei uns in der Gegend jetzt so richtig massiv immer mehr wird. Große Flächen, die einfach nicht mehr abfließen, die einfach nicht mehr ablaufen. Und jetzt haben wir natürlich eine gute Argumentation. Ja, es regnet doch jetzt immer so viel und vor allen Dingen so viel auf einer Stelle. Aber wir haben vorhin gesehen, 70 Liter in die Röhre, innerhalb von einer Minute 44 waren sie weg. Geht hier auf diesen Böden aber nicht mehr, weil hier die Infiltration in der Senke bereits so tiefe Verdichtungen, Verfestigungen erzeugt hat, dass dort kein Wasser mehr ablaufen kann. Auch eine ganz interessante Geschichte, wenn ich durch falsch gemachte Düngung die Bodenchemie nachhaltig negativ beeinflusse, kommt es zu einer chemischen Reaktion des Bodens, die dann wiederum ganz grobe Strukturschäden aufweist. Also organische Düngung, Biogas, Gülle im Übermaß kann dann solche Bilder erzeugen und ich glaube, das möchte auch keiner, weil sich keiner darauf vorstellen kann, dass da vernünftig was wachsen soll. Gut, ich gehe auch ein bisschen auf die Uhr guckend durch. Wichtig ist natürlich nochmal zu wissen, dass diese Oberflächen, wenn sie denn durch Regen malträtiert worden sind, stark verkrusten und wenig Sauerstoffaustausch zulassen. Also es kommt zu einem gehemmten Luftaustausch im Boden und dadurch natürlich zu einer schlechten Jugendentwicklung. Alles keine guten Voraussetzungen für eine gesunde Pflanze. Glyphosat, das Thema Glyphosat. Es gibt Leute, die meinen, Glyphosat wäre nicht so schlimm. Es gibt Leute, die sagen, Glyphosat würde besonders die Regenwürmer fördern, weil nach Glyphosateinsatz dann massiv Regenwürmer da sind, die dort zugange sind. Ganz einfache Erklärung von mir, Glyphosat tötet Pflanzen ab, Pflanzen werden dann fermentiert und die Regenwürmer finden das richtig lecker und sind dort natürlich massiv im Einsatz, um dann die Pflanzen zu fressen. Also das wäre meine Erklärung, warum die Regenwürmer dann so aktiv sind. Der Nachteil von dem Glyphosat ist aber, dass das Glyphosat eben kurzzeitig temporär alle Wurzeln vernichtet. Und die Wurzeln sind im Boden die natürliche Armierung des Bodens. Also wie bei einem Stahlbeton. Wenn die Armierung weg ist, bröselt der auseinander wie ein trockener Keks. Und wenn ich mir mit Glyphosat meine gesamten Wurzeln wegspritze, dann verliert der Boden seinen Lebenverbau, seine natürliche Armierung. Deswegen Hände weg und der Wirkstoff hat eigentlich im Körper ja auch nichts zu suchen. Auswege. Auswege, wir haben heute schon viel gehört über die Fruchtfolgen. Wichtig ist, dass wenn man weiß, was eine Wurzel im Boden bewirkt, dass man auch weiß, wie unterschiedlich in Funktion, Optik und Wirkungsweise die Wurzeln sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, vielfältige Fruchtfolgen zu haben, damit eben diese vielfältige Eigenschaft der Wurzel im Boden massiv zum Tragen kommt. Passt jedoch nicht in kurzfristiges Gewinnstreben, muss man eindeutig so sagen. Also wenn man das möchte, dann wird man feststellen, in den ersten Jahren ist es nicht lustig, weil der Kontostand sich nicht unbedingt zum Besten verändert. Ist einfach so. So, dann braucht das Bodenleben 365 Tage Futter im Jahr. Das heißt, ich müsste wirklich über 365 Tage versuchen, das Bodenleben zu füttern. Es gibt auch warme und milde Winter. Auch da leben Lebewesen im Boden, die dann ernährt werden müssen. Die müssen ausreichend Nahrung finden. Und deswegen sind Düngestrategien dann nochmal neu zu überdenken und einfach zu überlegen, wie baue ich was in die Fruchtfolge ein, damit das Bodenleben ernährt wird. Weiterhin wichtig, einer der Gründe, warum ich mich nicht gegen die Tiere entscheide, ich bin nach wie vor Verfechter gesunder, standortangepasster Kreislaufwirtschaft. Deshalb vielleicht auch der Schritt zum Demeter, einfach zu sagen, ich versuche eine regionale Wertschöpfungskette, weil dieses Tierproduktionsmodell mit gesunder Kreislaufwirtschaft in der jetzt kommerziellen Zeit, in der konventionellen Zeit ein Auslaufmodell ist. Das brauche ich keinem erzählen. Na, es gibt nur noch entweder ganz große Einheiten, aber diese kleinen Einheiten gibt es nicht mehr, aber die kleinen Einheiten wären so wichtig, das System aufrechtzuerhalten. Hier mal ein Bild,
was ich ganz wichtig finde, was passiert, wenn man sich nicht genug mit dem Thema auseinandersetzt, denkt man, tut jetzt einfach das, was man in der Fachzeitschrift gelesen hat und meint jetzt den kurzfristigen Erfolg zu regenerieren. Hier folgendes Ding passiert auf einem Schlag. Rechts war ein Dreieck, das waren ein bisschen kurze Enden, da haben wir das Stroh nicht geräumt, da ist das Stroh breit gehäckselt worden, linke Seite Strohschwade, Stroh weggeräumt, dann auf der Fläche gleichmäßig bearbeitet und danach den Raps gedrillt und dann dieses Bild gemacht, Tage später nach dem Auflaufen. Hat jemand jetzt hier so ganz spontan einen Einfall, woran das liegen hätte können oder... Also ich habe auch lange gebraucht. Ich habe erst auf die Technik geschoben. Ich habe es auf die Technik geschoben. Wir haben aber heute schon was über Bakterien gehört. Es passiert Folgendes. Ich habe jetzt hier auf dieser Seite sehr viel Stroh. Dieses Stroh wird flach eingearbeitet und es kommt zu einem massiven Abbau des Strohs durch Bakterien. So, die Bakterie kann aber nicht unterscheiden zwischen Stroh und Rapskorn. Ja, also wenn ein Rapskorn dort in dieser Schicht, wo das Leben tobt, wo der Abbau tobt, mit der Drillmaschine abgelegt wird, dann wird dieses Rapskorn schneller gefressen, als es aufgehen kann. Und das ist der Grund, warum hier die Aufgangsrate so schlecht aussieht. Und wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich gesagt, Mulchsaat, alles Mist. Ne? Also deswegen, es gibt viel Tücken und viel Details, die man wissen muss, um dann in der Praxis keinen Schiffbruch zu erleiden. Es ist ganz wichtig. Wir haben von Jana gehört, dass es Möglichkeiten gibt, die Bodenbearbeitung zu reduzieren. Das wären hier so Beispiele, wozu wir dann auch gern noch eingehen können. Oder wenn einer Fragen hat, das kann man ja dann in einer Pause machen. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Untersaaten sind ganz wichtig, weil eine Pflanze in der generativen Phase, nicht in der vegetativen Phase, in der generativen Phase hört die Pflanze auf, Exudate zu produzieren. Und dann kriegt das Bodenleben keine Nahrung mehr. Das ist ein Problem. Untersaaten im Mais haben wir heute auch schon mal gehört. Na? Der Boden ist belastbarer. Rasen auf dem eigenen Grundstück ist ein gutes Beispiel. Parkt man mit dem Auto drauf, nichts passiert. Oder fast nichts. Winterweizen nach Silomais in Direktsaat. Und dann mitunter auch schon mal eine Untersaat gleich eingedrillt, um dann während der Ernte schon für die nächste Kultur zu sorgen. Wurzelpartnerschaften ganz wichtig, da wo ich Mischkulturen bereits schon in der Hauptkultur etablieren kann, kann ich das natürlich wunderbar machen. Hier friert die Lupine ab, der Raps wächst weiter. Das führt teilweise dann zu solch gesunden Beständen, dass man auch diese Bestände nicht mehr unbedingt mit allem behandeln muss, was wir so gewohnt sind. Insektizide, Fungizide. Fungizide, wir haben was gehört von Pilzen heute. Wir wollen eigentlich viel mehr Pilze im Boden. Ich spritze aber dreimal im Jahr Fungizid, dann kann ich keine Pilze im Boden haben. Ne? Und über die Insekten brauche ich nicht sprechen. Das ist jetzt mittlerweile ein viel diskutiertes Thema in der Gesellschaft. Also darüber müssen wir uns auch Gedanken machen. Untersaat im Getreide. Untersaat muss nicht viel sein, das kann wenig sein, aber wenn das Getreide abgeerntet ist, ist sie da und kann das machen, was sie soll. Und die Wurzeln, selbst von einer kleinen Untersaatpflanze, sind schon erstaunlich. Dann kann man versuchen, bei der Winterbegrünung eben noch mehr Biodiversität reinzubringen. Man packt einfach noch ein oder zwei Mischungspartner in die Mischung. Schade eigentlich, dass da steht, dass die Winterbegrünung zum Beispiel in Brandenburg ein Jahr lang oder zwei Jahre lang gefördert wurde. Jetzt ist es wieder gestrichen. Verstehe ich nicht. Es ist Geld da ohne Ende und es wird nichts gemacht, um dem System Boden zu helfen. So, Regenwürmer bringen Nährstoffe, Bodenteilchen ohne Flug wieder nach oben und ganz wichtig, sogar entgiftet. Also selbst wenn ich mal Schindluder getrieben habe und der Wurm frisst das unterwegs, wenn er das wieder rausbringt, ist der Giftstoff oft weg. Jedenfalls, wenn die Konzentration so ist, dass der Wurm ihn abbauen kann. Im Herbst und Frühjahr findet maximaler Bodenaufbau statt. Jetzt alle mal nachdenken. Frühjahrsbestellung, Herbstbestellung, das sind genau die beiden Jahreszeiten, wo der Boden oft überhaupt keinen Bewuchs hat. So, jetzt noch ein kurzes Fazit. Das ist so von mir zusammengeschrieben. Unsere Atmosphäre entstand durch die Natur, ohne den Menschen, haben wir heute schon mal gehört. Darüber immer wieder mal nachdenken, weil wir diejenigen sind. Und der Wasserkreislauf wird massiv gestört.
Die Siedlungsräume der Menschen liegen oft dazu in Problemzonen oder sie sind zu Problemzonen geworden. Berghängen, Flussmündungen, Ufer, Küsten, Wüsten nach Überwirtschaftung, Ergebnis Völkerwanderung, Landübernutzung, Migration. Zeitbedarf für Bodenbildung 2000 Jahre 10 Zentimeter. Ne? Zeitbedarf Bodenzerstörung, ein Starkregen. Kurzfristige Herstellung früherer intakter Kreisläufe, unbezahlbar. Also das ist das, was heute meine Expertenfreunde gesagt haben, wenn du den Boden schnell wieder zurückführen willst ins Leben, das kannst du eigentlich gar nicht bezahlen. So, und Bodenbiologie als Rettung nur, wenn wir sie verstehen. Problemlösungen sind vorhanden, aber kommerziell oft blockiert. Das war mein Vortrag.